Cute Baby Millet, der Kanal für Kinder. Hallo, ich grüße euch. Jetzt gehen wir das Unboxing an. Meine Kate Block. Das ist meine erste, der Kate Block. Lass mich überraschen. So schaut's aus. Ein Stress Controller. Sozusagen ein Squishy Ball. Ist ja mal richtig cool. Das sind noch meine Zeiten, ne? Atari und so weiter und Schneider PC Controller. Ein Squishy Ball, kann man sich abreagieren. Das ist mein Gag. Ist nicht schlecht, finde ich. Kann ich jetzt irgendwo hinpfeffern an die Wand, kommt wieder zurück. Wir haben einen Schlüsselanhänger. Hadouken, Street Fighter, Ryu. Der offensichtlich auch leuchtet. Moment. Hört ihr? Ich lasse ihn jetzt ausnahmsweise mal in der Verpackung, denn eventuell verschenke ich den. Okay, habt ihr jetzt genug gesehen? Hadouken! Ich habe einen neuen Gameboy. Kann man immer brauchen. Notes, Sticky Notes. Nicht schlecht. Ganz sinnvoll. Und extravaganter Look. Wir haben ein Arcade Block exklusives Batman Comic Nummer 1. Comics sind immer gut, finde ich. Kann man auch lesen, wenn man nicht so gut Englisch kann. Erinnert mich auch immer an meine Kindheit. Mein Vater arbeitete früher bei den Amerikanern in der Kaserne und hat mir da öfters Comics mitgebracht, als ich noch nicht mal lesen konnte. Und die waren alle Englisch. Und die waren trotzdem irgendwie cool. Ja? Bilder sagen manchmal mehr als 1000 Worte und kann man ein bisschen die Fantasie spielen lassen. Darum sind Comics immer cool, finde ich. Egal ob Deutsch oder Englisch. So, hier haben wir Castle Town Orchestra. Oh Mann. Ah. Das Dreieck sagt mir jetzt zwar was, aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Wisst ihr, von was das ist? Na, wo spielt unser Link mit? Boah, im Kopf gefallen, mir fällt es nicht ein. Sorry. Unser Männchen mit Schwert und grüne Kleidung. Keine Ahnung jetzt. Fällt mir echt nicht ein. Ja, und jetzt? Wow! Sind da zwei T-Shirts drin? Irgendwie werden die immer kleiner. Radio Free Kurat with Abi J. Rana.
Oh Mann, ich glaube, ich muss mehr PC-Games spielen, sonst komme ich da immer nicht ganz mit. Kyrat sagt mir jetzt mal was. Boah, heute schaue ich richtig dumm aus im Video. Das meiste, was rauskommt, sagt mir nichts. Zwei T-Shirts? Nicht schlecht. Mal schauen, was mein Sohn davon will. Dem dürfte es passen. Und was haben wir noch drin? Die Karte, wo man lesen kann, was so alles drin ist. Ja, boah. Hat sich eine coole Box mit zwei Shirts. Einmal U-Boot. Aus weiß Gott woher. Mir fällt es echt nicht ein. Und mal Kyrat. Comic. Schlüsselanhänger. Hadouken! Und Sticky Notes. Und Squishy Ball. Na, Ball ist es gerade nicht, aber zumindest Squishy. Gut, das war meine Arcade-Block, meine erste. Ja, ein bisschen Schmarrn auch dabei. Aber zwei T-Shirts sind natürlich schon cool, wenn man bedenkt, 10 bis 15 Euro pro T-Shirt kann man eigentlich schon rechnen. Preis-Leistung, okay. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.